Ich begrüße heute Herrn Schwan, der als Risikopatient auf dem Dorf im Bonner Umland lebt. Herr Schwan, was macht Sie zum Risikopatienten? Der Umstand, dass ich eine Asthmaerkrankung habe und ein Herzleiden habe, das macht mich zum Risikopatienten. Und wie sieht mit diesem Vorzeichen das Alltagsleben im Dorf aus, das ja normalerweise auf persönlichen Bekanntschaften aufbaut? Das Leben ist, was persönliche Bekanntschaften und persönliche Treffen angeht, extrem reduziert. Ich halte mich aus allem raus. Ich treffe nur meine Freundin und lebe quasi bei ihr in der Familie. Ich kümmere mich um die Kinder vormittags, mache mit denen Hausaufgaben. Nebenbei kümmere ich mich um meine Arbeit. Ich bin selbstständig. Ich muss da am Rechner meine Konzepte, meine Projekte erarbeiten und Kunden präsentieren. Und meine Freundin ist zurzeit im Homeoffice, hat aber den Rücken frei. Dadurch, dass ich mich vormittags um die Kinder kümmere, kann sie ihrer Arbeit nachgehen und für ihren Chef da sein. Ja, so die anderen sozialen Kontakte im Dorf sind alle persönlich nicht mehr vorhanden. Per Mail, per Telefon, ja. Ein Gespräch über die Straße, wie man das vielleicht so kennt, von Fenster zu Fenster, ja. Aber persönliche Kontakte gibt es nicht mehr, sind vorbei. Dennoch klingen Sie für mich so, als würden Sie Ihren Alltag meistern. Gibt es etwas, worauf Sie sich freuen, wenn dann eines Tages die Türen und Tore wieder aufgehen? Gibt es etwas, worauf Sie sich draußen freuen? Ja, klar meistere ich meinen Alltag. Also ich bin in einer Branche, die sehr gebeutelt ist von dieser ganzen Krise. Habe einen Weg gefunden, da komme ich ganz gut klar. Ich kann weiter Geschäfte generieren und dadurch, dass ich selbstständig bin, muss ich auch aktiv bleiben. Und solange das funktioniert, ich glaube da immer dran, dass es einen Morgen gibt. Also aufhören, aufstecken gibt's nicht. Und wenn das Ganze wieder rum ist, ich sag mal so im Oktober vielleicht, dann ist Zeit für die Apfelernte. Da freue ich mich bangig drauf, mit vielen Freunden und Bekannten wieder raus auf die Apfelwiesen, Äpfel ernten, eigenen Saft pressen, abends schön gemütlich beisammensitzen, grillen und den Spätsommer genießen. Das wünsche ich uns allen, dass wir nicht in die dunkle Jahreszeit kommen und immer noch für uns alleine zu Hause sitzen müssen und diese wenigen sozialen Kontakte haben. Ich glaube, dass es gut wird. Herr Schwan, ich danke Ihnen sehr für diese Ermutigung vom Land. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, bitte, immer gern. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Axel Schwalm. Bis zum nächsten Mal.